Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind hier bei einer Runde Heidensieg. Ich bin Quarzblock und ja, der Wollo und der Dexter sind dabei. Grüßt euch. Hallo. Ich wollte ausnahmsweise den Wollo mal den Vortritt lassen, ja, weil ich jetzt immer reinschreie. Jetzt sagt Dexter wieder, du machst immer den gleichen Fehler, Kornel. Ich bin einfach zu dominant. Ich bin ein Beacon. Was ist ein Beacon? Das sind diese. Das musste ich auch nachgucken, Dexter. So ein Licht. Ja, genau. Abgelenkt. Wo soll ich mich denn mit einem als Licht hinstellen? Oh mein Gott. Ich weiß nicht genau. Ich bin ein Quarzblock. Hier sind ganz viele Lichter. Weil hier ist ja nirgendwo ein Quarzblock. Da ist natürlich kein Platz für neue Lichter, ne? Warum auch? Das ist voll der Scheißplatz. Ach Mann. Naja, ich weiß nicht genau, wo ich mich verstecken soll. Ich stehe schon. Ich werde direkt gefunden werden, Leute. Ja. Ich werde direkt gefunden werden. Bist du das, Dexter? Das ist richtig. Bist du das, Dexter? Nein, bestimmt nicht. Bist du in so einem Auto? Das ist ein Zika. Oh mein Gott. Okay, dann bist du das nicht. Wir haben uns heute hier versammelt, ne? Weil es etwas ganz Tolles heute gibt. Heute ist nämlich Samstag, ne? Und was bedeutet das? Das weiß ich auch nicht. Lange ausschlafen. Dass wir eigentlich keine Zeit haben, das hier zu machen. Ja, ist gerade knapp, ne? Wir müssen eigentlich los. Ja. Wird knapp mit der Zeit. Man sollte aber auch an diesem Tag, sollte man natürlich, wenn man dieses Video sieht, sich besinnen, dass bald was Neues kommt. Stimmt's? Dexter, was ist denn heute? Ja, heute Stream. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, Dexter weiß nicht, worum es geht. Ja, heute 24-Stunden-Stream habe ich. Das kommt doch vor 12, oder? Ja, um 10. Logischerweise. Ist, okay. Dexter, wir haben gerade 9.23 Uhr. Ich lade das natürlich pünktlich um 10 dann hoch, dass es um 10 Uhr freigegeben wird. Ne? Das heißt, in zwei Stunden, ne, jetzt noch frühstücken schnell, beim Video am besten. Dann ein bisschen hier auf Toilette, Zähne putzen und so, Leute. Das ist ganz wichtig. Duschen. Damit Karius und Baktus nicht kommt. Heißt der Baktus? Du musst auch bitte geduscht sein, ich will die sonst noch nicht sehen. Baktus heißt er nicht, oder? Karius und. Karius und Baktus, schon richtig. Heißt der Baktus? Ja, der heißt doch. Baktus. Was ist denn Baktus für ein Name? Ja, seiner anscheinend. Richtiges Opfer, ey. Okay, Karius und Baktus. Also Zähne putzen, duschen, damit der Volo. Der hat eine empfindliche Nase, muss man sagen. Der riecht das durch zu Internet. Wenn du mit dem telefonierst, ne, und dir nicht die Zähne geputzt hast, dann sagt er mal, boah, ey, tu mal Karius und Baktus weg. Ja. Das muss aber auch eine furchtbare Last, ne? Wenn du alle Leute im Internet riechst, mit denen du zu tun hast, gerade solche Leute, mit denen wir eben zu tun haben, das ist meistens nicht so schön. Ja. Da wird die Nase auf eine Probe gestellt. Und dann 12 Uhr, also mittags, nicht nachts, da geht etwas los. Nachts auch. Ja, nachts auch. Also ihr könnt auch 12 Uhr nachts kommen, da sind wir auch noch natürlich, da. Die coolsten Leute bleiben natürlich 24 Stunden. Ich hab das schon, kann man mal machen zu so einem Event. Denn wir streamen 24 Stunden, Mario Kart 8, gleich ab 12 Uhr, ne, hahaha. mir haben schon Leute geschrieben, dass sie mit ihrer Mama geredet haben, dass das klar geht. Dass sie das 24 Stunden schauen. Falls du das guckst, schöne Grüße an dich. Meine Mutter. Ich erzähle die Geschichte mal. Der hat geschrieben, ja, ich musste erstmal mit meiner Mutter drüber reden, weil ich bin ja erst 16 und damit ich auch 24 Stunden gucken kann. Weil. Wisst ihr, das hätte ich mit 16 nämlich auch nicht gedurft. 24 hätte ich auch nicht Stunden. Ja, 24 Stunden vorm PC nicht, sitzen. Meine Eltern nicht im Urlaub wären. Vor allem dürfte du es nicht machen. Ja, ich sag ich doch. Ja, 24 Stunden vorm PC hocken, also manche Eltern da, die denken dann schon so, ne? So nicht, Kollege. Aber das ist natürlich Einsatz, muss man sagen, ne? Ja. Das ist Einsatz. Da muss man sagen, das ist sehr gut. Ey, ich chill hier unten. Ich möchte auch noch mal was ganz Kurzes sagen. Und zwar, wir werden ja auch Turniere spielen, ne? Ja, so wie bei mir. Ja, weil höchstwahrscheinlich werden wir hauptsächlich Turniere spielen, weil es anders nicht gehen wird. Leider. Ich würde so gerne im WW fahren und einfach mal 24 Stunden lang Punkte sammeln und gucken, wie viel ich am Ende habe. Boah, das wäre super geil. Aber was ich sagen möchte, es gibt Preise zu gewinnen. Ja. Möchte ich kurz bewerben. Es gibt Preise. Und zwar gibt es auf jeden Fall Download-Code von diesen 10 Gratis-Spielen. Ja. Ich stifte da mindestens ein. Falls die Post heute noch kommt, 2. Eventuell stifte ich auch ein. Eventuell stiftet Kornel den 3. Dann gibt es auf jeden Fall, dann habe ich auf jeden Fall vorhin noch 2 15 Euro Nintendo E-Points-Shop-Karten besorgt. Oh!
Ja. Das ist natürlich sehr gut. Da kann man sich. Ein Todstofftier? Ein Todstofftier! Ein Todstofftier? Das will ich gewinnen, Wollo. Das versuche ich zu gewinnen, ey. Ey, ich hab jetzt schon viel zu lieb. Um wegzugeben. Da werde ich um mein Leben fahren. Das schafft's aber nicht. Er gewinnt die mit seiner eigenen Preise. Im 3DS, Mario Golf World Tour und Yoshi's New Island. Boah, richtig viel zu holen. Ist eigentlich so ein riesiger Flohmarkt. Alles, was Wollo nicht mehr braucht. ich guck dann nochmal das Regal durch, ob man da noch was findet. Ich hab auch vorhin noch so gedacht, ey, Rayman Legends für die Wii U, ne? Wir müssen natürlich. Das spielst du nie wieder. Aber das will doch auch keiner haben. Nee. Hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab auch gewonnen. Ja, ich auch. Die Sieger waren nämlich voll schlecht. Es waren nur 4 Stück. 16 Leute waren noch am. Ach so. Oh, ja. Was für ein Luschen, ey. Was für ein Luschen. Luschen! Du bist ja noch gar nicht drin, Wollo. Ich bin drin, ich seh dich doch. Oh. Wieso bist du da im. Wieso bist du da unten drin? Wo unten drin? Du bist in direkt den Blöcken. Vor dir. Ich bin direkt vor dir. Cornel, komm mal hier hin, Dexter ist in den Blöcken. Ja, ich seh's. Dexter ist als Einzige. Ich sehe nur, hat nur seinen halben Körper. Abwechslung, Leute. Woo! Ich bin Holzblock und ja, es gibt mega viel zu gewinnen anscheinend. Wir werden dann natürlich, wie gesagt, Turniere machen. So eine Stunde lang, zwei Stunden lang. Oder wenn einer von euch auch noch irgendwas hat, was er loswerden will, ne? Naja, dann das rein. Ich meine euch beide. Ja, wie gesagt, ich habe ja eventuell das eine. Ja, können wir. Ja, müsst ihr nicht, ne? Ja, ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Deswegen. Nee, das aber ich bin so ein dreckiger Sammler. Ich würde auch, ich könnte Wind Waker eigentlich, aber. Weil das Spiel ich habe ja auch noch einen Wind Waker Code. Aber ich kann auch. Aber den habe ich geschenkt bekommen, den kann ich nicht verschenken. außerdem muss ich ja Wind Waker irgendwann nochmal let's play, ne? Ja, das wissen wir ja alle. Ja, Wind Waker habe ich auch schon überlegt. Weil. Hab ich ja durch. Ja, mal gucken. Mal gucken. Aber auf jeden Fall wird dann natürlich so laufen, dass die Leute, die dann beim ersten Turnier gewinnen, also wir werden dann wahrscheinlich nicht Leute doppelt beschenken, oder? Das habe ich mir auch gedacht. Weil, also wenn jetzt schon jemand gewonnen hat, wenn wir da einen so einen überkrassen Skill genau, haben, das wollte ich nämlich 20 Stunden lang die Turniere dominiert genau, und alles mit nach Hause nimmt, das wäre genau, doof. Weil ich habe ja Freitag im Stream, Donnerstag hatte ich gestreamt, da hatte ich auch ein Turnier gemacht und da war zum Beispiel der Nico. Der hat ja unfassbar viele Punkte Vorsprung. Ja, vor Leuten, die auch gut waren. Ja. Und deswegen, wenn der zum Beispiel dann, also wenn so einer immer mitspielt, dann wird er wahrscheinlich immer gewinnen. Und dann machen wir das so, dass der zweite dann gewinnt. Schränken wir es auf einen Preis. Genau, jeder einen Preis pro Person. Genau. Und dann join die mit neuem Mii, pass auf. Nein, scheiße, jetzt haben sie. Oh fuck, ich werde gleich getötet. Nee, doch nicht. Jetzt haben sie voll den Vorschlag bekommen. Ja, Dexter, das piep, ich piep das raus. Ja, ich darf mir ja wohl mal. Ach, Entschuldigung. Ich piep das, ich mach so piep. Ich mach selber piep und schneid das dann da drüber. Ich denke mal, so scheiße ist keiner. So gemein ist auch keiner, nein. Das sind Mario Kart-Spieler, das sind gute Menschen. Für einen Stoff. Oh, ich bin tot. Ja, der Stofftort ist heiß. Also da macht man schon mal Sachen, die man vorher nicht tun würde. Ich habe. Ich wusste, dass der Stofftort, also. Dass alle Leute sagen, boah, den will ich. Ja, dann machen wir den zuerst in einem großen Turnier. Wie läuft denn das? Haben wir überhaupt schon eine Ahnung, wie lang die Turniere sein werden? Der war am günstigsten. Wie lang die Turniere sein werden? Haben wir uns das schon überlegt? Machen wir so riesige 6-Stunden-Dinger oder kürzer? Ich würde sagen 2-3 Stunden. Na, bei dem Stofftort vielleicht ein längeres. Das für das Wertloseste auf jeden Fall ein längeres, ja. Das hab ich gekuschelt. Oh. Vorher. Oh, das Wollo. Ist mehr wert als alles andere. Das riecht willst noch nach Wollo. Jetzt, das riecht nach mir. Jetzt will's keiner mehr. Oh Mann. Ich kann natürlich auch die Sachen unterschreiben. Aber das Coole ist natürlich, ne, so E-Shop-Karten und so, muss ich nicht verschicken. Ja, wurde schon sofort. Ja, bin ich an dir vorbeigelaufen? Ja. Danke. Wird auf jeden Fall sehr cool. Ich werde hier gerade voll belagert. Aber niemand weiß, wo ich bin. Ah! Ah, da ist er! Da ist er tot! Da habe ich den Dexter getötet. Den The Linken. Da hatte ich ein bisschen Angst. Genau, jetzt kommt ein Pisser, ey. Scheiße. Hi, der Water Wizard OP has been killed. Aber keiner guckt in diese Ecken da rein. Ey. Naja. Auf den Block hättest du doch jetzt als nächstes geschlagen, oder? Ich?
Ja. Ja, ja. Wie auf, ich war, ja, weil ich dachte, vielleicht hätte ich noch eine Chance gehabt, wenn ich einfach nur rumgesessen hätte. Aber ich dachte, ich stoß dich weg, aber es hat nicht geklappt. Nee. Aber wir haben ja auch noch 8 Haider, scheiße. Oh, ja, die deswegen. Irgendwie, die Haider gewinnen immer. Ja, nicht immer, aber schon echt schwierig, alle zu finden. Wobei, jetzt sind nur noch 8 Haider da und wir haben noch 90 Sekunden. Das könnte eigentlich klappen. Oder ist ein Block. Ich suche gerade den Weg runter. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. In den Keller. Hier geht es so noch in den Keller runter. Ah, hier. Da sind auch immer welche. So, Kollegen, kommt raus. Kann man nur die 4 Blöcke sein? Oder die wir am Anfang auswählen konnten? Nee. Also Quarz, Schnee, Licht, Dinger, Baked Beacon und Wood. Oder noch was anderes. Ist es für jeden gleich? Also, was ist das? Schreibt's in die Kommentare. Nee, ich glaube... Man kann, wenn man, wenn man... Ah, ich stell mich jetzt einfach die letzten 60 Sekunden hin. Ich will gar nicht suchen. Ich hab dein Follow gefunden. Das interessiert mich überhaupt nicht, ob ich da suche. Jetzt ob ich such, Junge! Nicht. Such, das ist Teil des Spiels. Nee. Was willst du denn machen, wenn du der erste Sucher wirst? Einfach nichts tun und alle anderen sind angepisst. Ja, dann muss ich ja. Das ist echt so. Wenn einer so rebelliert, kann das ganze Spiel kaputt. Ich hab gestern im Radio ein Lied gehört, das hieß Spielverderber. Also bei Kiraka halt. Und da ging es auch um Versteckspielen. Und da sagen die auch, ja, und wenn der andere Sucher ist, dann sagt er, ah, ich muss nach Hause, meine Mama hat gerufen. Spielverderber! Spielverderber! So war das. Wie cool ist das denn? Genau das hier haben wir. Genau das haben wir gerade. Ja, richtig. Weißt du? War das denn schon so in deiner Kindheit? Oder hat sich das jetzt neu entwickelt? Das ist jetzt neu. Oh, hallo. Ja. Schade. Das Kind durfte ich nie verstecken. Und da hast dich immer so ein bisschen Kindlichkeit. Ich wurde nie gefunden. Behalten. Und war immer so gut versteckt, dass ich nicht gefunden habe. Die wollten mich finden. So, also nochmal zum Abschluss. Schaut unbedingt den Stream. Nach diesem Video könnt ihr ja schon mal auf Cornels Hitbox-Seite Hitbox-Seite. Ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr drauf gehen. Könnt ihr schon ein bisschen chatten, schon ein bisschen Warm-up, ne? Wir werden vielleicht auch schon mal so 1-2 Wörtchen in den Chat flowen. Und dann oder auch einfach mal follow und dann kriegt ihr die E-Mail. Ja, follow finde ich super. Ab 12 Uhr, 24 Stunden online. Durchgehend online, würden die Lockies sagen. Ja, würden sie sagen. Würden wir aber nicht tun. Durchgehend so, online. Online. Okay, reicht. Ich wette, der stürzt zwischendurch mal ab. Ich glaube auch. 24 Stunden wird er nicht durchlaufen. Nee. Ja, Volo muss immer alles schlecht machen. Tschüss. 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 Ja, es ist ja so. Willst du noch was sagen, Wollo? Red, sprech dich aus. Es ist doch nun mal so. Manchmal geht das doch einfach aus. Kennst du doch, hattest du doch auch. Jetzt sag tschüss. Tschüss.